Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Wir sind hier im letzten Part auf dem Piratenschiff von Captain Hook gelandet, wo wir tatsächlich sogar Riku wieder getroffen haben. Dieser wiederum hat auch Kairi wiedergefunden, welche allerdings nicht besonders ansprechbar zu sein schien. Die Ursache dafür ist sogar ganz eindeutig. Ihr wurde anscheinend das Herz von den Herzlosen gestohlen. Zumindest laut Malefits Aussage, die wir allerdings ja nicht mitbekommen haben, sondern nur Riku. Nichtsdestotrotz haben wir aber natürlich auch noch ein ganz anderes Problem, denn Soras Schatten wurde gestohlen und hat ein Eigenleben entwickelt. Tja, mal sehen, was jetzt da noch auf uns zukommt. Erstmal wollen wir ja natürlich hier hoch zu der Kabine des Captains. Riku, wait! Tja, wenn man vom Teufel spricht und da kommt auch unser Schatten hier an. Und jetzt heißt es erstmal hier ein wenig Schattenboxen machen. Ja, so in etwa. Eher Schattensäbeln. Wow, verdammt. Schnell heilen. Und den Betäubungsschlag. Und oh, jetzt fängt er an hier sich zu splitten. Und da habe ich ihn auch schon. Wow, verdammt. Okay, ich hab dich. So, jetzt kriegen wir dich. Und das ist eigentlich gar nicht mal so übel. Hier nochmal den Schatten zerbröseln und dann geht's ja mal weiter hier. Wo ist jetzt der echte? Wow! Hab jetzt gar nicht so richtig gemerkt, dass meine HP gerade so niedrig waren. Am besten nochmal hier ein wenig mehr heilen. Okay, und wo ist jetzt der jetzt? Ah, verdammt! Aua! Wow. Jetzt macht er hier sogar Kombos und ich erlerne Trotzkopf. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Also, und da haben wir unseren eigenen Schatten also besiegt. Oh, und jetzt wieder ab dahin, wo du hingehörst. Aber nicht bevor ich mir noch die Zierat-Kralle nehme. Oh, und da ist er auch wieder. Unser Schatten ist wieder an unseren Füßen, wo er hingehört. Ja, ist ja wunderbar. Gut, dann werde ich jetzt erstmal hier schnell mal noch ein bisschen das Hab und Gut von Captain Hook hier plündern. Oh Mann, der hat sogar hier Welpen bei sich versteckt. Was für ein Unmensch. Tierquäler, aber echt. Ja, schön. Und hier komme ich gerade nicht raus. Aber es ist auch jetzt egal. Ich werde jetzt hier mal kurz ein wenig die Ausrüstung ändern. Ja. Da geht die Angriffskraft runter. Ja, und dann werde ich die Zierat-Kralle hier mal so anlegen, dann wird das ja schon klappen. Energiereif, Dolch, Mithril, ne, das muss ich jetzt alles nicht, aber hier, den Trotzkopf kann ich anlegen. Na toll, und 5 AP kostet der Scheiß hier. Na super, so viel habe ich gerade gar nicht. Na, was mache ich denn da jetzt? Also Trotzkopf ist jetzt eigentlich ja wichtig hier. Ja, Donald kann eigentlich auch nichts Besonderes anlegen. Okay, da muss ich jetzt mal kurz die Ausrüstung nochmal hier prüfen. Muss ich das mal so machen. Also der Reißzahn müsste eigentlich ja jetzt reichen dafür. Oh Mann, aber dass Trotzkopf so teuer ist. Naja. Und gerüstet. Aha, okay. Ja, okay, bei Donald muss ich dann eben halt noch warten, bis er das erlernen kann. Na schön. Oder habe ich vielleicht doch noch irgendwie eine gute Ausrüstung, mit der ich das ändern kann? Also zum Beispiel könnte er... Ja, ich könnte ihm erstmal unter anderem den Heiligen Ring geben. Vielleicht reicht das sogar auch schon. Ja, und das reicht tatsächlich. Müsste ja eigentlich erstmal so reichen. Oh,
Gut, dann lassen wir das erstmal so stehen und dann muss ich ja jetzt erstmal hier runter. Wendy. Come on, Tink, not now. Well, this is as far as I can go. I gotta help Wendy. Naja, schon okay. Ja, damit ist Peter Pan also erstmal für eine Weile weg. Und wir werden uns erstmal hier noch die Kette nehmen. Und mehr ist dann, denke ich, auch hier gar nicht. Kann ich noch speichern, wenn ich will. Und ja, dann muss ich erstmal kurz hier raus. Und wieder durch die andere Tür gehen. Das jetzt, hört doch mal endlich mal auf, hier meine Attacken zu blocken. Das ist ja nicht zu fassen. Das hat ja wunderbar funktioniert. Tja, dann gehe ich jetzt erstmal wieder hier rein. Dann kann ich ja jetzt ohne Probleme nochmal die Leiter benutzen. Ja. Was war das jetzt eben gerade, frage ich mich. Ich konnte mich irgendwie gar nicht auf der Leiter halten, aus welchem Grund auch immer. Mann, und jetzt auch noch das hier. Aua! Ach nein! Mensch, ich hasse es, wenn sowas passiert. Das finde ich aber auch irgendwie immer jedes Mal total ätzend, wenn die Herzlosen immer an irgendwelchen Abgründen oder Löchern hier stehen müssen, in die ich dann auch noch reinfalle. Ah, ey, jetzt hört doch endlich mal auf hier. Hörst du auf zu blocken? Oh, ey, jetzt ist aber Schluss hier. Mann! Ich hab langsam echt die Schnauze voll hier gleich. Und schon wieder ein Level Up hier für Donald. Und du, steh endlich auf, du faule Sau. Okay, wir sind hier fertig. Dann können wir jetzt endlich mal hier die Kabine verlassen. Quite a codfish, that Riku. Running off with that girl without even saying goodbye. Run off where? Tell me, where did he go? To the ruins of Hollow Bastion, where Maleficent resides. But you won't be going there. Unless you intend to leave your little pixie friend behind. Hand over the Keyblade and I'll spare your lives. I'm glad I'm merciful, unlike the Heartless. So, which will it be? The Keyblade or the Blank? It's him, the crocodile that took me hand. Oh, me, he's after me other hand. I can't stay here. Go away. Oh, I can't stand the sight of him. Me, you take care of them. Fly, Sora. Just believe, and you can do it. Thanks, Peter. Hey, don't mention it. You didn't think I'd leave you and Tink behind, did you? Ja klar.
Als ob der uns einfach zurücklassen würde. Die Kraft der Heilung. Vita hat sich zu Vitra weiterentwickelt. Gut, Peter Pan darf wieder erstmal in die Truppe eintreten. Tauschen wir natürlich gegen Goofy aus. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Wenn Peter Pan dabei ist, kann die gesamte Gruppe fliegen. Im Sprung einfach Kreis drücken, mit Kreis steigen und mit Viereck sinken. Jetzt seid ihr alle dran. Ah, Mann, das gibt's doch nicht. Hey, jetzt hört doch endlich mal auf damit. Es ist aber Schluss hier. Wo kommen jetzt die nächsten? Ah, da kommen sie auch schon. Die Fliegenden sind jetzt auch dabei. Na gut, da ist es ja vorteilhaft, dass sie selber jetzt fliegen können. Alter, Mensch. Okay, wo ist der nächste? Ach, hier haben wir ihn ja schon. Jetzt erstmal schön verdreschen, oder? Na gut, er darf auch. Von mir aus, ich habe nichts dagegen. Hauptsache, wir werden sie alle los. Oh, Mann. Ist aber doch nicht ganz so einfach, hier in der Luft alles zu treffen. Oh, jetzt kommen noch die hier dazu. Und, oh, warte mal, der Große gehört mir. Den will ich haben. Oh, was haben die denen hier bloß wieder für Farbtexturen verpasst? Mal. Nee, schade. Ah, das ist ätzend. Wenn die im Wasser fallen, dann lösen die sich auf. Ganz schön Items. Na, hier auch schon wieder. Is that you, Smee? Did you finish them off? Aye, Captain. They walked the plank, every last one of them. Peter Pan, blast you! Ready to make a splash, you codfish? Now it's your turn to walk the plank. Ganz genau. Ich hoffe mal, du bist gut im Schwimmen, Captain Hook. Denn du wirst jetzt nämlich gleich ein schickes Bad nehmen, aber zuerst einmal wollen wir mal hier ein paar Schiffe versenken. Au, Mann, wir müssen aufpassen. Na gut, ich werde mich jetzt erstmal hier nicht um die Piratenschiffe kümmern und was soll das? Wieso ist denn der jetzt hier ins Wasser gesprungen? Na egal. Ach, danke. Ha, dann macht er jetzt erstmal einen schicken Abgang. Oh. Du nervst ein bisschen, du Schiff. Au. Ha, voll vorbei. Au. Okay, diesmal hat er mich getroffen. Ah, cool. Angriffsbonus. Das ist ja schon mal wunderbar. Okay, wo ist jetzt der Captain? Captain Hook! Ah, da bist du ja. Oh Mann. Ha, voll noch in der Luft erwischt. Sauber. Ah, Mist. Was zum... Was macht der da? Alter! Das hat doch nicht jetzt aber jetzt hier mit dem Herzen zu tun und seinem Bombardement eben gerade. Das geht gar nicht.
Wow. Verdammt, ich muss echt aufpassen. Wo? Ach, da ist er. Ach, Mann, jetzt hör auf damit. Du sollst das lassen, habe ich gesagt. Ah, Mann. Ah, schade, diesmal nicht erwischt. So, am besten ich mache hier mal ein bisschen mit Verteidigung, damit ich nicht allzu viel Schaden hier nehme. Okay, und das war's auch schon. Und wir kriegen sogar LP-Bonus dafür. Ah, schön. Captain Hook ist also jetzt geschlagen. Und er nimmt einen Bart. Oh, schade. Ein bisschen daneben geworfen. Ah! Ich frag mich, wie er das eigentlich macht, so auf dem Wasser zu laufen. Na egal, Zora hat Tollwut erhalten. Oh Gott, der Arme. Dann sollte er sich mal lieber schnell impfen lassen. Und wir erhalten natürlich Anzim-Bericht 9. Oh, Kairi couldn't wake up, so maybe she's really lost her. Zora. I still can't believe it. It really flew. Wait till I tell Kairi. I wonder if she'll believe me. Probably not. You can bring her to Neverland sometime. Then she can try it herself. If you believe, you can do anything, right? I'll find Kairi. I know I will. There's so much I want to tell her about flying, the pirates, and everything else that's happened. What's that, Tink? What about the clock tower? You say there's something there. Ja, der Glockenturm also. Ja, irgendwas Interessantes ist hier tatsächlich los, aber was das genau ist, das werden wir, denke ich mal, erst im nächsten Part erfahren. Zuerst einmal mache ich hier noch die Kiste schnell auf, in der ein Flare-Gummi drin ist. Oh, also keine Welpen? Ja, ich schätze mal, das haben sie jetzt hier auch ein bisschen abgeändert, wegen so einer kleinen Sache für den Fall, dass man es eben halt nicht rechtzeitig hier wegholt oder so. Denn sonst könnte es ja nämlich ja sein, dass man ja vor ihr leicht eigentlich ja nicht denn so schnell die Möglichkeit hinbekommt. Also, was das angeht, da haben sie den Final Mix ja wohl doch ein klein wenig zu sehr vereinfacht, wie es aussieht. Na egal. So, ja, wir sollen ja hier was mit dem Glockenturm machen. Und zwar fällt es ja schon hier bereits auf, wenn man jetzt sich diese Uhr und die rechts da ansieht. Die linke hier geht richtig, die andere hier ungefähr eine Viertelstunde nach. Und das müssen wir ja natürlich ein wenig ändern. Aber wie gesagt, das mache ich erst im nächsten Part, auch wenn es natürlich wieder ein klein wenig zu früh ist. Aber egal. Freunde, ich bedanke mich mal wieder hier fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht es dann hier weiter nochmal im Nimmerland, wenn man das mal so sehen darf. Aber eigentlich ist das ja hier London. Wie auch immer. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Bis dann und tschüss!